Mit schnellen Schritten verschwand Wuschel aus der Tür, schloss sie hinter sich und atmete tief einmal durch. Und an die Wand! Wir sind nass! Oh Gott, die Wand ist so nass! Also ihr habt es nicht anders gewollt, wir machen die Fanfiction Teil 2 und wir haben das zu den Shriner to Life gemacht, das Ganze. Und zwar sind wir, ja, haben wir unseren, ja, ihr kennt das, Wasser im Mund. Ja, also und wer lacht, der wird angesputzt. Ah, und die Elina liest wieder vor. Genau. Es ist so als kleine Entschädigung, weil ihr wolltet ja eigentlich, dass wir das nachdrehen, aber es ist uns ein bisschen zu heavy zu nachdrehen. Ne, liegt daran, wir wollen jetzt auch was anspritzen. Der Tag danach. Am nächsten Tag drehten sie ein neues Let's Draw. Keiner von beiden traute sich, den Kuss des letzten Abends zu erwähnen. Nein. Weiter geht's. Auch wenn beide ständig dran dachten, sagte niemand etwas. Nachdem sie fertig waren, packten sie zuerst die Kamera und die Softboxen weg, räumten Requisiten weg und setzten sich auf die Couch. Sie begannen zu reden über das Video, wer schneidet oder erzählten sich einfach irgendwelche Geschichten. Nach ein paar Minuten traute sich der Ältere über das Thema, welches beide seit dem letzten Abend im Kopf hatten, zu reden. Wuschel, wegen dem Kuss von gestern. Da war viel Speichel dabei, mein Freund. Also, ab einem gewissen Punkt geht's aber nicht mehr. Ich habe alles probiert, gerade was. Wegen dem Kuss von gestern. Der ändert doch nichts an unserer Freundschaft, oder? Baumi wirkte nervös, unsicher, wie der andere reagieren würde. Natürlich nicht, wir waren schließlich schon ein bisschen angetrunken, antwortete der Jüngere, so lässig wie möglich. Doch auch er war in keinster Weise ruhig. Allerdings ließ er es sich nicht anmerken. Ja, wir hätten ein bisschen weniger Bier trinken sollen, lachte Baumi. Er hatte ein ziehendes Gefühl in der Brust. Es war extrem unangenehm zu wissen, dass Wuschel es auf den Alkohol schob. Beide versuchten so normal wie möglich weiterzureden, taten so, als ob nichts passiert wäre. Doch beide wussten, dass es anders war. Nach einer Stunde stand Wuschel auf und merkte an, er müsse bald wieder los. Ja, muss jetzt eh noch das Video schneiden, wir schreiben aber noch, okay? Fragte Baumi, hoffend, sein Kumpel würde ihn nicht einfach absolvieren. Ja klar, bis dann. Mit schnellen Schritten verschwand Wuschel aus der Tür, schloss sie hinter sich und atmete tief einmal durch. Und an die Wand! Wir sind nass! Oh Gott, die Wand ist so nass! Also trotzdem. Oh, die Wand ist nass! Diese gesamte Situation war so seltsam. Eine extreme Wärme breitete sich in seinem Körper aus. Und als er daran dachte, dass Baumi nun dachte, es wäre nur der Alkohol schuld gewesen, drückte ein unangenehmes Gefühl auf seine Brust. Er drückte sich mit dem Rücken gegen die Tür. Scheiße. Der langsam ist echt eklig, ne? Ja, so. Was war das für ein Gefühl? Hing es mit dem Kuss zusammen? Wuschel schüttelte den Kopf. Er musste aufhören, darüber nachzudenken. Langsam stand er auf und begab sich auf den Weg nach Hause. Nach langer Zeit begann er erneut an den Älteren zu denken und seufzte. Zu Hause angekommen, begrüßte Elina ihn mit einem Kuss. Wie war dein Tag? Fragte sie. Er erwiderte den Kuss und antwortete, so wie immer.
ein Diner. Er ließ das mit seinen Gedanken absichtlich raus. Er war sich selbst noch nicht ganz sicher, was er fühlen sollte. Auch nichts Besonderes, sagte sie lächelnd. Sie beide gesellten sich auf die Couch und schauten ein bisschen Fernsehen. Währenddessen schneidete Baumi das Video und trank dabei seinen Tee. Mhm. Auch er konnte die Gedanken an Wuschel nicht verdrängen, wollte es aber auch nicht. Das angenehme Gefühl in seiner Brust durfte nicht verschwinden. Nachdem er mit dem Schneiden fertig war, ging er in sein Wohnzimmer und schaute noch ein Freund. Oh, eine unrealistische Geschichte, Baumi ist nicht mal Tee trinken. Allerdings konnte er sich nicht so richtig auf die Story der Folgen konzentrieren, entschied sich also einfach zu schlafen. Seine Gedanken kreisten jedoch weiter nur um Wuschel. Er begann zu lächeln und schlief nach einiger Zeit ein. Ende. Ich hab Ende gehört und ich fand Ende lustig. Dieses Mal auch mit dabei die Isabelle. Ah ja, okay. Got you. You got me. Also dann danke Isabelle, Fluffy und Kim. Im Alter. Alter. Danke für die Story, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und danke für die Nase hoch. Ja. Ihr habt uns richtig feucht gemacht mit der Geschichte, muss ich sagen. Alter, wir waren so, oh, die Körperflüssigkeiten sind nur aus uns gespritzt, ey. Das ist so scheiße. Und auch wie beim letzten Mal verlinken wir die Fanfiction in den Kommentaren. Und falls ihr Teil 3 haben wollt, dann lasst es uns wissen, beziehungsweise schreibt es in die Kommentare, dann sehen es die anderen und schreiben weiter. Wollt ihr den Hausschuh? Na komm, nimm. Auf der Moment, wenn du merkst, du kannst nicht mehr reden. So. Aber der Moment, wenn du wirklich weißt, du bist zu nass, ist, wenn du bist anspotzen, deine Hände schon durch die Härten. Wir sind so lange in der Badewanne, aber holen uns raus.